Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crysis 2, dem Weltuntergangssimulator. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, wir nehmen jetzt hier mal die Spritze. Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Ja, also ich probiere, wie man vielleicht gerade merkt, einen neuen Effekt aus und mal gucken, wie gut er ist. Ja, glauben Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel. Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt Ihnen ganz und gar nicht, was Sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man es Ihnen denn verdenken? Ah... Die Engel des Todes, endlich! Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Los da, Eggcrest! Ja, das war's! Los! Los! Retten Sie uns alle! Hier spricht Jacob Hartree an alle Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Okay. Ich werde es auch bald sein. Und das Fressen wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Subjekt Prophet ist jetzt Ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während Sie diese Insel evakuieren. Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Ja. Und somit schauen wir dann mal. Ich hoffe, den Effekt, den ich hier jetzt eingestellt habe, mal. Mit einem externen Gerät übrigens. Ist zu ertragen und nicht übermäßig, ja, wie soll ich das sagen, ne? Naja, ihr wisst es schon. Okay, das sieht gut aus. Okay, dann öffnen wir mal die Tür. Okay, der pure Krieg ist ausgebrochen. So. Oh Mensch, können die sich mal nicht so viel bewegen? Da ist noch einer.
Und weg mit ihm. So. Mal schauen, was wir machen. Ich dachte, dieser Vokoda würde ganz gut zu Prophet passen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare dazu. Ich sollte, genau, ich sollte mal hier dieses Zeug aufsammeln dazu. Das brauchen wir ja noch, ne? Okay, wir sollten uns vielleicht noch eine alternative Waffe suchen oder so. Oder ein bisschen Munition. Okay, dafür gibt es keine Muni gerade mal. Ist ja doof. Dann gibt's für diese Waffe keine Munition, verdammte Scheiße, noch eins. Dann... Ich glaube, dann nehme ich mal die hier. So. Die geht auch ganz schön. Okay, der ist hinüber. Holen wir uns mal die schönen Punkte hier. Ah, da könnten wir auch mal wieder hier in das Menü schauen. Oh, wir haben 11.000. Was geil, Tarnfeldsucher, ne? Stils, das haben wir ja schon. Mobilität, was bringt uns das? Okay. Mobilitätsverbrauch, die Geschwindigkeit haben wir bald erkannt und verringert den Energieaufwand beim Sprint und Springen. Ja, das ist doch ganz gut. Luftreibung, die Verfolgung zusätzlicher Kontrolle, okay, das brauchen wir nicht. Führt in der Luft einen mächtigen Angriff nach unten durch, brauchen wir auch nicht. Was ist dieses Umlenken hier, das wüsste ich gerne mal. Nano wieder auf einer schnellen Aufladung von Gesundheit und Anzugenergie, das ist doch ganz gut. Okay, gehen wir mal wieder in den Tarnmodus. Oh, Hallöchen. Oh. Und einmal bitte. Das funktionierte doch schon mal ganz gut. Oh, na egal. Und wunderbar. So kommt man da auch mal durch. Ich dachte, wir wären noch im Tarnmodus, verdammte Scheiße. So. Okay. Problem ist nur, dass ich mich jetzt selber gar nicht höre. Also, dass ich selber gar nicht höre, wie ich mich anhöre. Das ist noch ein leichter Nachteil. Das muss ich alles nochmal irgendwie abchecken, wie ich das richtig einstelle. Okay, dafür brauchen wir eindeutig ein anderes Kaliber. Gehen wir erstmal hier lang. So.
Na gut. Egal. Wieder da die Treppe runtergleitet. So, einmal benutzen und dann bitte einmal entfernen. Dankeschön. Und dann bitte. So. Wunderbärchen. Noch einer? Yeah! So. Geht doch. Hier ist sonst keiner mehr. Aber hier ist noch Munition. Mist, kann ich hier nicht einsammeln. Na gut, das Ding kann ich auch wegschmeißen. Weil ich... Ach ja, Munition, da kann ich jetzt nochmal welche einsammeln und dann nehme ich hier die fette Kanone mit. So. Ganz einfach. Und einmal entfernen, dankeschön. So. Ja, nochmal Munition. Na gut. Haben wir ja jetzt schon. Okay, wo muss ich genau hin? Hören Sie, Alcatraz, Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Ja, ja, ist ja gut. Wir müssen von der Zeit hinten runter und sofort. Nochmal kurz hier, ja, das damit, ne? Und dann einmal hier bitte der. Weiter, Alcatraz! Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Oh, den kann ich nicht abschließen. Na dann. Na komm. Lol. Okay. Nur noch der da. Egal, ich knapp mir erstmal kurz das Zeug hier. So. Wenn denn das so schwer sein. Okay, muss mal kurz meine Energie aufladen. Okay, das Ding kann ich wegschmeißen, ist eh fast leer. So, schon besser. Mist. So, hier kann man noch was mitnehmen und das Ding leider nicht mehr. So, den dort oben vielleicht noch. So, okay. Okay. Okay, dann schauen wir uns mal die taktischen Optionen an. Vermeiden, Scharfschütze oder flankieren. Jetzt gucken wir mal den Scharfschützen. Wir haben keine Zeit mehr! Wir müssen über die Brücke! Okay.
Wo ist denn hier jetzt bitte schön der Scharfschütze? Meine Scharfschütze. Mhm. Na gut. Oh, dann nehme ich doch mal lieber die hier. Alter! Wunderbar. Sie müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren. Bam. Und war weg. So. Ich hab doch das hier an. So. Einmal kurz bitte Energie aufladen. So, wunderbar. Okay, wo sind hier noch verdammte Gegner? Da scheint noch einer zu sein. Oh no! Ey, immer die mit ihren Kackbomben. Wir bremsen doch immer. So. Einmal aufladen, danke schön. So. Die Waffe ist leer. Super. Warte mal, wo waren von der da? Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt? Engelschöre? Oder eine Flammengrube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Nein. Dass ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Okay. Interessant. So. Ich lade mal das Ding hier kurz nach, damit ich noch die Möglichkeit dazu habe. Super. Und hochfahren bitte. Oh, das ist Munition. So. Bisschen Munition. Verschwenden Sie keine Zeit, Alcatraz. Über die Brücke. Hallo? Mann! Dass hier mal nichts funktioniert, ist ja scheiße. Okay, und ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Von daher...